Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Peter von Kanal Blackmax und schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute sind wir hier aus Kamenchlonski, aus deiner Heimat, aus Hobos Heimat. Starten wir heute los. Hier haben wir gestern ja schön genächtigt. Also für uns war es gestern, für euch im letzten Video aus Hobos sein Kanal. Und gestern waren wir noch in Apollo gewesen, schön lecker Schudak gegessen. Für dich das erste Mal. Oh ja, lecker. Oh, ne? Hat uns deine Großcousine eingeladen, wir durften hier schlafen und alles, ne? Das war herrlich. Ich kann der Jurek noch mal ein Foto einblenden, dass ihr wisst, was Jurek ist, ne? Genau. Also Suppe aus dem Brot gegessen. Oh, ja, lecker. Ne? Ja, und heute geht es Richtung Breslau. Ja. Ne? Das sollen wir wohl schaffen, hoffentlich, bis Breslau, ja. Sind ungefähr 140 Kilometer. Ja, ja. Gucken, wie oft wir uns verfahren, vielleicht wird es 145. Mal schauen, was draus wird, ne? Ja, stimmt, ich kleine die Strecke, da war was, genau. Aber herrlich, schöner Ort, ja. Ne? Ja, schöner ich kann Ort. Euch ein paar Bilder noch einblenden von gestern, von Apollo, gestern Abend. Es war super schön, ne? Da haben diese, was war das hier, der See? Oder. Oder, genau, See sei schon, der Fluss. Die Oder. Die Oder, oder so. Oder was. Ne? Und hier ist auch, die Bilder habt ihr auf seinem Kanal wahrscheinlich schon gesehen, das Video. Aber wunderschön, aber so hier, Deutsch heißt das hier der große Stein. Ne, die Stadt. Also. Nicht lang schlacken, wir fahren los, ne? Und ist schon mittlerweile auch schon, ich gucke gerade, 8 Uhr. Genau. Wir haben lecker Kaffee gekriegt. Jo, danke schön. Noch ein bisschen unterhalten und dann danke nochmal für alles und für uns geht's auf großer Fahrt weiter. Genau, los geht's. Ja, mein Lieben, der Weg fängt schon wieder genauso an, wie er gestern aufgehört hat. Also hier mitten auf dem Acker hier irgendwo. Mit einer wunderschönen Aussicht. Aber ihr seht schon hier auf dem Handy, es ist als Radweg ausgeschrieben. Ne? Ist grün. Und so sieht der Radweg dann aus hier. Ja, heute ist es auch ein bisschen frisch. Klar, gestern hat es geregnet von dem ganzen Regen und auch windig. Ne? Da seht ihr das hier, wie das hier sich alles bewegt und weht. So. Machst du nichts, ne? Weiter geht's. Guck mal, Peter, ich bin so gut zu dir heute, dass ich solche Wege plane. Aber den Weg vorher hast du nicht gezeigt, ne? Welchen Weg vorher? Gerade die Huppelpiste? Ja, aber war keine Matsche, war kein Wald. Alles gut. Wunderbar, ich freue mich. Siehste. Ja, bevor wir aufs Rad gestiegen sind, war es ein bisschen windig, immer noch windig. Kühler Wind und ordentlich bewölkt. Jetzt ist die Sonne rausgekommen. Sind wir fast zu warm mit der dicken Jacke, ne? Obwohl, der Wind ist immer noch da. Ich lasse die erstmal an. Was haben wir denn hier? 15 Grad. Und auch hier seht ihr, meine Freunde, wir sind ja wieder unserer Zeit voraus. Die Straßen werden noch gebaut. Ja, wir sind eindeutig 2 Jahre zu früh gestartet. In 2 Jahren wird hier wahrscheinlich eine super wundervolle Straße sein. Also könnt ihr ja den Track in den nächsten 2 Jahren hier nachradeln. Dann habt ihr wahrscheinlich bessere Straßen als wir jetzt hier. Aber es ist befahrbar. Was hast du gerade wieder geschrien? Scheiße, was ist denn jetzt? Hast du etwa Gegenwind? Da hatte ich keinen Gegenwind. Da habe ich Scheiße geschrien. Ob ich ja nur Eco fahren möchte, Strom sparen, das geht jetzt gar nicht. Nee, wir müssen eh nachladen. Ja. Kannst ja auch ein bisschen Turbo gönnen. Turbo. Ja. So wie ich hier, ne? Ach ja, jetzt kommt die Strecke, die könnte ein bisschen bewaldet sein. Ach nee. Ist ja ganz was Neues. Schön, Natur. Natur pur, ja. Guck mal, wie er schmunzelt, so ein dreckiges Lachen, ne? Und wieder diese Jakobsweg-Zeichen.
Also wenn wir diese Strecken hier den ganzen Tag hier weiterfahren, 140 Kilometer, ich glaube, da kommen wir hin. Nicht da an, wo wir hinwollen. In Breslau. Das könnte bei diesem Fahrtempo ein bisschen problematisch werden. Na Faxi, wie sieht's aus? Ist ja auch die ganze Zeit am Wackeln hier. Hier ist es schlecht wird. Wer sich gerade wundert, ein ganz schön starker Kontrast. Sobo hat die Jacke gewechselt. Ja. Erwartest du Regen? Nein, aber die ist ein bisschen dünner. Die andere war zu warm. Bist am Schwitzen? Nein. Das hier ist eine Hochleistungssynthetik. Genau wie der Inhalt. Alles Hochleistung. Ja, nee, ist klar, ne? Jurek gestern, so Leistung heute. Was hast du gestern gehabt? Jurek. Jurek, jawohl. Bei uns heißt das, jetzt Jure, wenn ich hopp, jag mure. Das heißt übersetzt, du musst Jurek essen, da bist du ein Mann wie eine Mauer. Aha. Okay. Meine Lieben, ganz ehrlich, wir planten hier sowas. Das ist eine Baustellenausfahrt ist das doch. Baustellenausfahrt, Baustelleneinfahrt. So, das ist ja ganz was Neues. Was denn? Ich sehe Asphalt. Was? Wie konnte sowas passieren? Ja. Nur für dich, Kollege. Sind die Waldwege ausgegangen oder? Schau mal. Aber ich schau mal, ich muss meine Kette, glaube ich, ölen, die quietscht. Habe ich nach 500 gemacht, muss ich heute noch mal machen. Ja, mach mal. Wo ist die Hüfte? Ja, ich würde sagen, ist die Hüfte. In deinem Alter kann das schon mal sein. Kommen wir hier vorbei an so ein Gebäude, da wird umgebaut. Sehr interessant, wie die Kabel hier verlegt werden, ne? Die Stromkabel. Kann man machen, ne? Also ich habe ja mal Grundausbildung Elektro gemacht und dann ja Kommunikationselektroniker gelernt. Das nennt man dann wohl eine fachmännische Aufputzmontage. Also, ob das bei uns auch so geht, weiß ich nicht. Ja, von der anderen Seite haben wir uns das Haus natürlich auch angeguckt, ne? Und, jo. Brauchst die Wände nicht aufmachen. Stand allerdings jetzt kein polnisches Auto davon, sondern ukrainisches. Was ist da so üblich? Eine Auspuffmontage. Eine Aufputzmontage. Ist ja kostengünstiger, als alle Wände aufzumachen. Ich weiß aber nicht, ob bei uns da einer kommen würde, was sagen. Oder die machen noch Putz draußen drauf, und sieht das ja kein Mensch mehr. Ja, kann ja auch sein, ne? Ja. Vielleicht ist das so hier die gängige Praxis, weiß ich ja nicht. Sind ja Feuchtraumleitungen, das kannst du ja machen eigentlich auch. Ne? Das soll ich jetzt zu Hause auch so machen. Wenn du Kabel verlegen müsstest, ist der einfachste Weg, ne? Ja, das schaue ich mir zu Hause mal an, will ich mal inspizieren. Mein Häuschen. Grad Lufttemperatur. So sieht's aus. Und 21 km/h Gegenwind, das merken wir ganz gut. Ja, nach knapp 20 Kilometern jetzt hier heute Morgen, herzlich willkommen in Oppeln. Herzlich willkommen an der Oder. Ja, meine Lieben, habt ihr gemerkt, ne? Gut, dass ich mitfahre und dann sagen kann, ist nicht die Donau, ist die Oder. Oder was? Ja, gestern sag ich doch, was ist das hier? Selber, ist die Oder. Heute sagt selber, ist die Donau. Nein, ist doch die Oder. Die Donau hatten wir doch schon in Bukarest. Bukarest? So weit sind wir schon gefahren, ey. Oi, oi, oi.
Ja, die Sonne scheint wieder, ne? Ein bisschen aus Hirn, deswegen wird warm. Wir sollten weiterfahren. Oder was? Oder was? Weiter geht's. Hier nochmal schön ein Blick auf die Oder. Ja, ein richtig idyllisch heute Morgen jetzt hier. An der Oder hier in Oppeln. Und es ist so ein Seitenarm der Oder jetzt hier. Oder fließt auf der anderen Seite. Es ist so eine Insel, die hier reingebaut ist. Das ist reingebaut, die einfach ist. Und wir radeln jetzt mal hier Richtung Altstadt, Richtung Marktplatz. Kilometer 21 und ihr seht schon hier diese Skulptur. Und gestern waren wir genau hier. Mannequin. Und da haben wir schon Jurek gegessen. Jurek und Naleschniki. Echt schön mit Pulled Pork, ne? Auch nicht schlecht, war auch nicht schlecht. Aber der Jurek hat alles rausgeholt. Der Jurek, der war mega. Hier auch ein wunderschön altes Rathaus. Ist ja hier, ist mir gleich schon aufgefallen, immer in der Mitte praktisch von dem Marktplatz gebaut und man kann immer drum zufahren. Freunde, wir stehen jetzt hier auf dem Marktplatz in Oppeln. Im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich die Kamera nicht laufen lassen habe, aber ich hatte Mitleid mit dem jungen Mann hier. Plötzlich nämlich, wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Und da haben wir überlegt, hier im Wald vorhin da rumgespielt damit und so. Wusste auch nicht mehr. Und bei den Apple-Geräten kann man ja Gerät suchen aktivieren. Dann stand er 0 Meter entfernt von seiner Uhr. Und er hat es nicht gefunden. Wo war es? Wo war es denn? In der Hosentasche. Ja, hab ich doch gesagt, guck nach. Aber ich habe geguckt. Du hast nicht geguckt. Die Dinger, die sind so flach gebaut mittlerweile, dass man die gar nicht mehr merkt in der Hosentasche. Ja, weil du so viele Sachen in der Hosentasche hast. Das ist so. Ich brauche wieder so einen Knüppel, so einen Knochen. Braucht echt so eine Pflegekraft langsam für ihn hier. Meine Güte. Und die Sonne scheint hier am Rathaus. Hier liegt historischer Marktplatz. Richtig schön. Hinten die Kathedrale. Und kaum hat er das Ding wiedergefunden, dann muss er immer sofort hier. Bild, Bild, Bild. Ja, Peter hat ja gestern erwähnt, dass manchmal vielleicht nicht verkehrt wäre, hier eine Kettensäge dabei zu haben im Wald. Ich weiß nicht, da gibt es da bestimmt so eine kleine von Makita. Die werden wir wohl haben, oder? So eine mobile Elektrokettensäge. Ja, wir sollten eine mitnehmen. So, wie du durch den Wald fährst, macht da vielleicht mal Sinn. Aber was macht das für einen Eindruck, ne, wenn wir hier durch Polen auf dem Fahrrad mit einer Kettensäge rumfahren? Ich weiß auch nicht. Wo soll ich die denn reinpacken? Und du hast 35 Liter Packtaschen. Die müsst ihr auf dem Gepäckträger. Nax, gibt's nicht. Gibt's nicht. Das ist für den Peter natürlich ein Muss jetzt hier. Wenn die Filiale überhaupt schon geöffnet hat. Wenn die nicht gerade noch im Bau ist. Sieht bald so aus. Ich glaube, die bauen die erst noch. Die haben noch zu. Ja, die bauen die erst noch. So ein Pech. Na, so ein Pech. Denn Peter hat den Auftrag von zu Hause, ja ein Fußballtrikot, ein Poltrikot mitzubringen. Und meine Großcousine wusste, dass die bei Lidl hier im Angebot war. Weil Polen hat ja die EM, sag ich mal, vorzeitig beendet nach der Vorrunde.
und dementsprechend müsste die ganze Ware muss raus. Also nächsten Lidl suchen. Kilometer 25, ja gerade Lidl angesteuert, aber leider ist der noch nicht fertig gebaut. Also sind wir hier wieder bei Żabka. Da haben wir wieder Żabka angesteuert, weil Zeit für die erste Müllermilch. Mittlerweile ist es Punkt 10. Also Müllermilch schön reinschrauben ins Gewinde und dann geht's weiter. Gibt den richtigen Zuckerschock hier. Oh. Fetten Berliner und die geile Müllermilch. Protein. No Zucker. Deswegen Zucker nochmal extra. Ja, Moment. Hier, da. Einfach mal gönnen. Hier. Hast du auch Zucker? Oh, der ist auch zuckersüß, ey. Oh, Zucker. Am Ortsausgang jetzt hier Oppeln diese Hütte entdeckt und zwar Verkaufsautomat, aber nur Eier drin. Da ist also noch ein Markt hier, Peter. Da können wir noch was hier reißen in Polen, wenn wir Verkaufsautomaten mit Grillfleisch und so ein Kram. Ja, müsste gehen. Die Polen grillen doch auch, oder? Würde ich sagen. Ja, warum nicht, ne? Fleisch essen du und Wahl, oder? Ja. Wir sind Fleischfresser. Wir überlegen das mal, ne? Das zweite Standbein in Schlesien. Wäre doch was, oder? Wenn nicht schlecht. Ja, und hier jetzt auch wieder eine Holzkirche. Sehe ich hier in der Gegend doch jetzt öfter. Ja, auch hier wieder, Ortsschild auf Deutsch, Klein Döbern, Dobzhen Maui. Kilometer 33 jetzt hier, wir sind irgendwo, frag mich wo, zwischen Oppeln und Breslau. Und Sonne scheint, aber es ist trotzdem kalt, ne, mit dem Wind. Ist echt frisch. Ne, und hier Tankstelle, machen wir mal einen kleinen Zwischenstopp, mal ein bisschen ausruhen. Ja, und ein bisschen Luft aus dem Bauch lassen. Kleine Sitzung. So, mein Lieben, Pause beendet, aber das Wetter ist doch verrückt, oder? Das spielt doch total verrückt. Jetzt kommt die Sonne raus, total warm. Ich habe ja hier Zwischenlösung angezogen. Ich habe noch eine Jacke an, jetzt wieder Jacke aus. Also ja, unglaublich. Ja, hier die Weste, ne? Ja. Also schauen wir mal, wie das Wetter hier für Kapriolen nur schlägt heute. Schauen wir mal. Weiter geht's. Ja, und nach Kleindöbern jetzt auch Großdöbern. Ich bin sehr gespannt, wie weit wir es überhaupt schaffen hier heute. Gegenwind. Und wir werden auch morgen den ganzen Tag Gegenwind haben. Wir fahren jetzt ja schnurstracks Richtung Westen. Das ist ganz starke Westbrise. Boah, der Radweg hier. Seid froh, dass die Kamera eine Bildstabilisierung hat. Sonst könnte man hier nichts erkennen. Da bin ich gefackelt. Oh, was haben wir da denn? Peter, Disco! Disco-Hütte! Was heißt denn das da vorne? Küche? Schlaschka? Schlesische Küche! Kann ich ja schon besser lesen als ihr hier, so unfassbar. Boah, von beiden sah es aus wie Schalkewitz.
Ja gut, wenn du mich fragst, ist Schalke ja auch ein Witz, aber das wird ja sowieso nicht ins Video reinschneiden, ne? Schalkowitz. Schalkowitz. Schalkewitz. Schalke ist ein Witz, stand da. Schalkowitz. Was heißt das denn? Ich will gar nichts an. Alles klar. Weiter auf der deutschen Fußballroute, Abteilung Schlesien. Schaut mal her. Windmühlen. Überall Windmühlen. Hier auch. Da mag wohl jemand Windmühlen. Sehr cool. In der Slowakei, Tschechien oder auch Südpolen waren die Kirchen ja praktisch alle immer verputzt, in weiß oder in beige. Und das ist die erste richtige Backsteinkirche, die mir heute selbst so auffällt. Ich glaube, in Oppeln lässt man auch schon Backstein, ne? Also die fällt mir halt richtig auf. Ja, das Feuerwehrhäuschen. Oh mein Lieben, schaut mal, wie schön das hier ist. Da ist ein Shelter. Da kann man sich auch direkt wohlfühlen. Ja, das ist Premium. Sehr cool. Wer liegt denn da? Oh, Mitzekatze. Nicht auf die Straße. Komm zurück. Geh von der Straße. Mann. Guck mal, Peter hier, gefördert von der Europäischen Union, das heißt von unserem Geld, unser Radweg, richtig? Das ist ein Europa. Ein Europa-Radweg, genau. Ja, aber wir haben es doch bezahlt. Wir haben es alle bezahlt. Wir haben es alle bezahlt, genau. Auch die Polen haben es bezahlt. Auch die Polen haben es bezahlt. Aber sind wir auch mal dankbar, ne? Dass auf jeden Fall. Unser Geld für Europa mal sinnvoll eingesetzt wird. Das wollte ich damit sagen. Ja. Weiter geht's. Ja, die Kühe, wenn man jetzt hier genau guckt, hier gibt es überhaupt keine Absperrung. Da vorne ist ein Weg. Die könnten theoretisch auch über einen Kartoffelacker jetzt hier auf die Straße laufen. Wir haben gerade auch schon so ein paar Ziegen gesehen, die waren genauso. Ich dachte, es wären ausgebrochen. Das scheint hier so üblich zu sein, ne? Dass man keinen Zaun braucht. Sind die Tiere wohl gut erzogen? Ja, auf die Straße. Ich finde das ja nicht ungefährlich jetzt hier, ne? Oder auf den schönen Radweg. Jetzt den Haufen drauf machen oder so. Man weiß ja nie. Hast du hier diesen wunderschönen Radweg ausgesucht? Ja. Das kann ich gar nicht glauben. Ja. Also ist doch nie auf deinem Mist gewachsen. Nein. War purer Zufall. Hat der Herr Komoot gemacht. Sowas kann der Herr Komoot? Ja. Ich dachte, der kann nur Wald und Wiese. Ja, manchmal machen die ja doch auch mal was richtig, ne? Auch eine kaputte Uhr geht einmal am Tag richtig. Ich finde es ja gut, wenn Sachen irgendwie sicher gebaut werden. Ne? Und der Radweg ist ja wirklich gut zum Fahren hier auch, wenn das jetzt schotteriger Untergrund ist, aber gut zum Fahren. Aber wofür brauche ich jetzt hier dieses fragwürdig hübsche Geländer an der Seite? Ich meine, also optisch macht das ja auch den ganzen Gehirn nicht besser. Und ja gut, das ist ein Feld, jetzt sind wir da runter. Ein bisschen zu viel Sicherheit hier, ne, mit den Gittern. Als wenn hier ein Radrennen erwartet werden würde und die Zuschauer dahinter sich stellen können. Ich sag grad, da hätten sie besser für ein paar Kilometer mehr Geld für Teerdecker ausgeben sollen, als für hier Metallgitter. Die Sonne ist draußen. Der Wind ist immer noch da, mal mehr, mal weniger. Mittlerweile Kilometer 57. Oh, und so langsam, in den nächsten 15, 20 Kilometern suchen wir uns einen Pausensport. Halb eins haben wir es jetzt, dann so um eins, halb zwei. Da können wir die Akkus laden, hoffentlich wieder. Und dann sollten wir es bis nach Breslau eventuell schaffen heute. Aber es ist zäh. Heute ist nicht so locker flockig wie sonst die Tage. Aber auch das werden wir meistern, bin mir ganz sicher.
Und falls nicht, seid ihr dabei. So ein starker Seilwind von rechts, da wird man fast vom Fahrrad geweht. Das nenne ich mal eine Zeltwiese, oder? Junge! Mit einem kleinen See dabei. Ein Wattenspot. Also wenn du dich hier hinhaust, mal hier findet dich kein Mensch. Hier ist weit und breit nichts. Das wäre hier der optimale Spot. Aber für uns viel zu früh, viel zu früh. 1 Uhr. Ja, nee. Weiter, immer weiter. Ich glaube, das ist auch schon die beste Zeit hinter sich, oder? Naja, ich weiß nicht. Ja, Supermärkte gibt es hier, aber leider kein Restaurant, wo wir jetzt was essen können und auch dann laden. Nach 65 Kilometern Gegend bin ich langsam mal angesagt. Wir haben jetzt noch 76 auf der To-Do-Liste für heute. Obwohl ich den Punkt hinter Breslau gesetzt habe, werden ja wahrscheinlich vor Breslau oder in Breslau unterkommen. Die Oder. Der stand ja gar nicht auf dem Reiseplan hier, diese Pause in diesem Ort hier. Ich habe einfach nur was zum Essen gesucht. Hier ist links. Wo war? Bjeck. Okay. Oh, schön, guck jetzt mal an hier. Tipski-Topski. Ja, ist aber beeindruckend hier, ne? Eine alte Stadt. Haben wir jetzt ein bisschen bei Google geguckt. Der Peter hat geguckt natürlich, weil er es ja auch übersetzen und hat jetzt in so einem kleinen Laden gefunden, sieht gar nicht mal so einladend aus. Die haben aber klassisch polnisches Essen, nämlich Pierogi, also gefüllte Teigtaschen oder große Ravioli, wie man will, oder Maultaschen, wie auch immer. Aber erst mal fragen, ob wir auch laden dürfen. Ne? Das ist nämlich ja Grundvoraussetzung, sonst macht das ja keinen Sinn für uns, hier Pause zu machen. Meine Lieben, wir senden Geschäft wieder, wir beide. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, wir haben wieder ein schönes Lokal gefunden hier. Kluska heißt das. Und Kluska heißt ja die Klöße. Und die haben nicht nur Klöße hier zu essen, die haben ja auch Pierogi. Also gönnen wir uns hier schön Pierogi, ne? Was zu trinken. Und ja, alles wird gut. Alles wird gut. Hier, seht ihr schon die Kabeltrommel. Hier alles am Laden. Seht ihr schon. E-Bike lädt, 39% hätte ich noch. Ich weiß nicht, was Ho drin hat, aber ja, nur ein Balken drin hat, glaube ich. Also war bitter nötig, wieder zu laden. Ja, wir sind beide hier im Geschäft und es ist wunderschön hier, weil wir stehen hier genau hier an dieser Kirche. Also schön draußen hier im Jack und oh, ganz toll. Was hast du denn hier Leckeres besorgt für uns, Peter? Oh, lecker Pierogi hier. Und die sind so lecker. Womit sind die gefüllt? Kartoffeln und Speck. Und schön mit Butter zerlaufen und so. Was haben wir jetzt ausgegeben? Also Bier gibt es hier nicht zu kaufen. Wir haben jetzt hier lecker Saft. Und jeder von uns hat 8 Pierogi gehabt. Die 2 Saft waren 53 Slotte. Das heißt also umgerechnet, was war das jetzt? 13 Euro? 14 Euro? 13? Irgendwie sowas. 26, 52, ja, geht natürlich, ja. 13 Euro. Ja, ist okay. Meine Lieben, Kilometer 80, wir sind wieder on the road again. Nach dem ganzen Zwischenladen, lecker Pierogi essen. Ich habe erst Kilometer 76.
Ja. Wie ist denn dein Fahrrad? Ich habe 78,4, was hast du lange gemacht? Jetzt werden wir schon kleinlich hier. Bist du jetzt mi oder was? Hör mal. Nur weil du Eco fährst, kann ich ja nichts für. Ich war Tour, ich war nicht Eco. Ne? Eco geht gar nicht bei dem Wind. Ja, dann fährst du rückwärts, wenn du Eco fährst. Wir sind weiterhin nach Richtung Breslau unterwegs und mal gucken, wie weit uns die Füße heute tragen, vielmehr mal die Räder. Ja, schauen wir mal. Ich habe bis 80% geladen, jetzt habe ich 75. Ja. Meine Reichweite in Tour fahre ich jetzt auch. 100 Kilometer noch. Ja, wenn alles am Plan läuft, haben wir noch 60, 65 aktuell. Wir haben 3:30. Ja, mal gucken, wie lange wir fahren. 18, 19 Uhr bestimmt. Mal schauen, was der Tag noch so bringt und wie weit wir kommen. Also, weiter geht's. Hier ist auch immer alles kreuz und quer durcheinander. Da hast du hier so ein völlig zerstörtes Haus. Dann Fenster sind neu. Naja. Und auf der anderen Seite dann fertig gemacht. Das haben wir ganz häufig so gesehen. Also heute hat es uns auch erwischt hier mit der Straßenplanung, mit der Streckenplanung. Mann, da weiß man gar nicht, was am schlimmsten ist jetzt hier. Durch den Wald fahren. Oder dieses Gehoppel hier mit diesen Plattenwegen hier. Die nicht mehr so ganz ausgeglichen zu fahren sind. Oh! Danke! Es wackelt nicht mehr. So, was steht denn da? Was heißt Roger Lessner? Auch keine Fahrräder oder was? Ach nee, das heißt Waldstraße? Waldstraße. Na gut, das ist ja okay. Ja, wir sind jetzt hier wieder ziemlich nah an der Oder dran. Also praktisch den ganzen Tag mit der Oder stromabwärts gefahren. Aber es gibt hier in dem Sinne keinen Oder-Radweg. Ich habe ihn so nicht gefunden, der direkt an der Oder entlang läuft. Gibt es wahrscheinlich wohl. Ich habe ihn noch nicht gefunden bei der Streckenplanung. Und jetzt sind wir mal nah dran. Und hier ist auch wieder ein beschriebener Radweg, halt, zumindest laut Karte, dass hier außer Björnstreck und mir auch noch mal andere Leute mit dem Fahrrad langkommen. Dass der auch einigermaßen fahrbar ist. Boah, habe ich gerade noch so gelobt hier. Gerade habe ich doch gesagt, einigermaßen fahrbar. Dann geht hier wieder die Berg- und Talbahn los. Was macht denn dein Sattel? Mein Sattel? Dein Sattel. Hat keine Spannung. Na, seit Wien, seit aus dem Zug steigen, hat er die Satteldecke abgerissen, ist ein Kabelbinder dran. Habe ich ihm abends provisorisch dran gemacht. Und nächsten Tag fahren wir in die Werkstatt, haben wir gesagt. Ja. Nichts hält länger als sowieso. Das ist jetzt 8 Tage her, das nächste Tag fahren wir in die Werkstatt. Ja, liebe Leute, das Navigationsgerät meint es mal wieder richtig gut mit uns hier. Bisschen Sightseeing durch die Wohnanlage. Kommt natürlich dabei raus, wenn man einfach von A nach B plant. Aber ich habe es die Tage schon mal erwähnt. Wir haben die Strecke jetzt nicht großartig vorgeplant, schon gar nicht hier lang. War deutlich südlicher in der Grundplanung, aber ist ja egal. Ne? Wir möchten halt über einen speziellen Punkt in Deutschland wieder reinfahren, weil ab da dann, also ab übermorgen praktisch, jemand die Strecke für uns geplant hat, der sich auskennt. Und von daher hier halt umentschieden. Und mit dem Smartphone kann ich mich nicht hinsetzen. Links kann ich mich nicht hinsetzen abends und hier Punkt für Punkt genau die Strecke planen. Davon ab wollte ich mich gestern Abend natürlich auch ausgiebig mit meiner Großcousine unterhalten, nach über 30 Jahren. Und ich glaube, damals war ich noch so jung, ich habe mich, glaube ich, noch nie so richtig mit ihr unterhalten. Ne? Aber das war für mich schon mal ein persönlicher Gewinn, jetzt hier mal nach Polen zu fahren, um auch hier wieder ein bisschen Familienanschluss zu bekommen. Dippidoppi.
Freunde, Lidl, die zweite jetzt heute hier um 16.15 Uhr. Ist mir zufällig ins Auge gestochen gerade. Ich weiß gar nicht, wie die Stadt hier heißt. Ist irgendwie Großraum Breslau. Und der Peter versucht jetzt mal, der erste war ja noch im Bau heute, den wir gesehen haben, versucht jetzt mal hier bei seinem Arbeitgeber in Polen das Polentrikot zu erwerben. Ja, mal gucken, ob wir was kriegen. Ja, und wenn das nicht so teuer ist, bringst du mir auch eins mit den XL. Ein Polentrikot? Ja, bis 30 Euro gehe ich mit. Ja, alles klar. Ja, danke dir. Als Andenken. Ja, meine Lieben, gerade aus wie wir rausgekommen. Leider das Trikot nicht mehr erwischt. Was machst du denn da schon wieder? Kette ölen. Ja, wird auch mal Zeit. Das ganze Video geht lang, quitscht die ja nur. Gestern, vorgestern nehme ich mir das vor. Ich habe die schon einmal geölt bei 500. Jetzt haben wir so 1250. Natürlich nur innen. Wo es Sinn macht, ne? Sehr schön. Ich habe meine Kette noch gar nicht geölt. Das ist übrigens hier Teflonöl, ne? Ist genug von da? Da habe ich seit 15 Jahren die Flasche, seit dem Rennradlauf. Immer noch nie. Und nicht zu viel, damit das nicht den ganzen Staub anzieht, dann wird es ja schlimmer. Ja, Gott sei Dank, ey. Ah, diese Ruhe. Sehr gut. Wenn wir schon mal stehen, machen wir sofort ein kleines Update hier. 107 Kilometer haben wir jetzt gefahren und 46, ne 48 noch im Akku. Oh, wir müssen noch 41. Was wie futtern halt? Ich wollte was trinken, hast du gesagt? Ja, aber ich meine Fläschchen hier. Ach so. Hier. Die muss ich erstmal aufdrehen. Oh, du tust das. Ich muss Content produzieren. Kannst auch mal was tun. Du bist ja Influencer. Ja. So krank bin ich nun auch wieder nicht. Guck mal, siehst du, habe Flasche leer. Hast du wieder schön gemacht. Du bist für mich wie eine Mutter ohne Brust. Guck mal hier drauf. So, meine Lieben, weiter geht's. Wir haben noch gut 30 Kilometer vor uns, glaube ich. Oder 35, mal gucken. Keine Ahnung. Wir haben jetzt 17.17 Uhr. Ja, und es ist ziemlich voll hier geworden auf den Straßen. Ja, wir sind jetzt hier unterwegs an der Straße 109, wie sie ganz einfach heißt. Und ist 30 Kilometer geradeaus, was Peter davon gefilmt hat jetzt. Ich habe die Kamera mal lieber drin gelassen, beide Hände am Lenker. Wir sind nämlich eigentlich nur immer hier am weißen Streifen lang gefahren. Und wir wurden auch überholt, wenn von vorne Gegenverkehr kam. Dementsprechend war es alles ein bisschen knapp. So, ich glaube, den gefährlichsten Teil für uns haben wir jetzt hinter uns hier. Und jetzt schon hier die erste Bebauung von Breslau. Straßenbahn haben wir auch schon gesehen, also kommen wir so langsam Richtung Stadt. Na, schauen wir mal. Ich habe den Track jetzt hier durch die Altstadt natürlich geplant. Wenn wir uns jetzt die historischen Gebäude ein bisschen angucken. Nach all den Kilometern heute ein richtiger Radweg. Peter! Ein Radweg. Ja. Und so ein guter und so ein neuer. Ja, wie lange dauert das jetzt? Der Radweg? Ja. Jetzt sind wir bis da oben. Ja, und dann ist wieder Ende. Da biegen wir rechts ab. Biegen wir rechts ab. Nein. Haben wir uns verdient jetzt hier. Da müssen wir uns mal überlegen, was wir gleich machen. Ja, was machen wir? Ja, es ist 18 Uhr. Ja, saufen. Saufen. Und dann die Bushaltestelle. Das ist am billigsten. Meine Lieben, das war natürlich nur ein Scherz. Ne? Natürlich, wenn wir nicht saufen. Wir werden gepflegt, vielleicht ein Bier trinken oder zwei und das war's dann. Morgen früh geht es natürlich weiter. Ja. Und wie wir alle wissen, ist ja 0,0. Wir trinken den ganzen Tag also ohne Flachs. Müllermilch, Pepsi, Cola. Also ist ganz, ganz selten mal, dass wir mal ein Bierchen trinken. Aber abends schon im Hotel, klar. Aber so während des Tages
Never ever. Die Olava. Olava, Olava. Was ist Olava für ein Fluss? Peter! Was ist Olava für ein Fluss? Hier, Olava. Der Fluss hier heißt Olava oder so. Owaya, Owaya. Mit dem L durchgestrichen in der Mitte. Wie heißt denn der Fluss dann? Mit dem L durchgestrichen. Hast du das Schild nicht gesehen? Nein, habe ich nicht. Ach so. L durchgestrichen ist Ruhe. Ruhe. Oh. Wie weiter weiß ich nicht. Owaya. Owaya glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, hawaiianisch, glaube ich. Owaya. Hawaiianisch? Okay, wir gucken am Ende der Brücke mal, wie der Fluss hier hieß. Ja, auf dieser Seite gab es kein Schild und da kann man es auch nicht sehen. Da wird es ein Rätsel bleiben, ob das der hawaiianische Fluss Owaya ist oder was auch immer. Hier bei Breslau. Könnt ihr auf der Karte gucken, aber habe ich zu faul für. Ja, und hier fühle ich mich auch wieder richtig wohl, wenn kein LKW von hinten kommt. Hat doch Eindruck gemacht auf mich. Jedna osoba. So, also dwie osoby jesteś. Peter ruft jetzt gerade in einem Hotel an, was wir ausgewöhnlich gemacht haben bei booking.com. Kostet nur 31 Übernachtung für zwei Personen. 31 Übernachtung ist auch gut. Kostet nur 31 Euro Übernachtung für zwei Personen. Und wir kriegen für 70. Wie heißt es hier? Slotty? Noch Frühstück dazu? Von daher, mal gespannt, was da rauskommt. Meine Lieben, kleines Update, Zwischenupdate. Wir haben jetzt eine Unterkunft gebucht. Eine Unterkunft haben wir gebucht, ja. Ja, für zwei Personen. Ja. 10 Kilometer entfernt von uns. Ja. Genau auf dem Weg, auch ja, wie wir es morgen brauchen. Ja, ja. Also gar keine Abweichung. Für 35 Euro. Sie haben nur einen Haken an der Sache vielleicht. Ist direkt am Flughafen, aber ist ja egal. Ja, wir haben unser In-Airs. Stimmt. Also der Flughafen ist, die haben Dreifachverglasung wahrscheinlich. Das ist billig. Ja, und ey, 5 Sterne das Ding, ne? Also 9,5 Pfote. 5 Sterne? Hervorragend, ja, nicht 5 Sterne, aber hervorragende Bewertung mit 9,0. Wenn die unsere Fahrräder im Fahrstuhl sehen, dann viel Spaß. Ich habe gefragt, Fahrräder können wir mitnehmen, ist kein Problem. Okay. Dann können wir jetzt noch ein Pivo trinken gehen. Ja, bloß komischerweise, Booking.com haben wir jetzt gebucht, 35 Euro. Und wo ich da angerufen habe, haben wir gesagt, ich buche vielleicht ohne Booking. Da wollte ich auf einmal 100 Euro haben. 420 Slot habe ich. Mit Frühstück wollt ihr es haben, ne? Ja, mit Frühstück. Ja, 70 Slot, die wollen ja Frühstück schon. War das pro Nase 70 Euro? Ja, pro Nase. Das ist ja die Hälfte vom Preis schon Frühstück gewesen. Ja, keine Ahnung. Wir haben jetzt ohne Frühstück gebucht. Ja. Können wir morgen früher los. Ja. Aber erstmal jetzt weiterhin. Altstadt. Altstadt. Pivo. Pivo. Ja, dann let's go. Man merkt, dass wir uns jetzt hier der Innenstadt nähern. Der Radweg wird schon wieder besser. Was haben wir hier Schönes? Tor ist zu. Wir wissen es nicht. Ja, Kilometer 117 jetzt hier heute. Und ich würde mal sagen, Ortsschild habe ich nicht gesehen, aber herzlich willkommen in Breslau. Habe ich gerade noch was gesagt, von wegen in der Stadt sind die Radwege besser. Na gut, ist auch kein Radweg hier, ne? Die Oder. Oder was? Ja, weil es gerade so schön war, fahren wir jetzt nochmal über die Brücke. Ich habe mich nicht verfahren, das muss so, weil man sonst die Straßenseite nicht wechseln kann.
Ja, wo du willst. Aber das ist nicht die Altstadt, oder? Wir können auch weiter reinfahren, wie du möchtest. Mir ist egal. Ja, da kommt ja richtig Freude auf, zwischen den Straßenmaschinen zu fahren. Da kann man ja auf keinen Fall jetzt hier längs in die Rille kommen. Da kann man sich schön hinlegen. Aber auf jeden Fall klasse. Man hat richtig Eindruck direkt auf den ersten Blick schon die Stadt. Ich war ja auch noch nie hier. Meine Lieben, da ist ja hier ein Anblick, oder? Boah, was für eine Kirche hier. Unglaublich. Und ich glaube, der Innenstadtbereich hier Breslau scheint nur fast nur aus Kirchen zu bestehen. So, wir müssen jetzt hier in die mittlere Spur. Das ist die Unsere, sogar mit eigener Ampel. Natürlich auch in Breslau gibt es hier den Froschladen Jabka. Und Peter hat hier nur wertvolle Lebensmittel eingekauft. Die Cola, die Chips. Sehr gut. Bei mir zahlt sich natürlich wieder mein Getränkehalter hier hinten aus. Dass man das Dosenbier hier schön da durchschütteln kann. Damit auch ja die halbe Dose schon leer ist, wenn man es aufmacht. Sehr gut. Ein paar Meter weiter ist ein schöner Spot. Da können wir schon eine Dose Bier trinken wieder. Ja, mal go. Wird dir gefallen. Was ist das denn Schönes? Der Himmelszug. Der Himmelszug, so, so. Ja, es ist total abwechslungsreich, wie ich finde. Ne? Nicht nur jetzt mit den alten Gebäuden und hier große Stadt und sonst was, aber auch mit den Radwegen hier. Gerade fährst du auch auf der Straße hier, voll die Löcher in den Radwegen und plötzlich hier so eine richtige Fahrradrennbahn. Anscheinend, so wie es aussieht, sind die ja fleißig am Bauen. Ne? So aus. Wir haben ja gestern schon mal gesagt, wir sind 2 Jahre zu früh. Dann gäbe es mehr Radwege. Aber nee, ist ja toll, dass sich das hier entwickelt. Und das ist natürlich etwas, was man hier gerne fährt. Aber jetzt von Stadt zu Stadt, also wenn man jetzt sagt, von Krakau nach Breslau, gibt es halt keinen Fernradweg, kein Eurovelo. Und von daher ging das nicht anders, als wir das gemacht haben, über die Dörfer. Aber dann sieht man ja auch wirklich das wahre Polen. Ne? Und jetzt nicht nur so ein Radweg an der Schnellstraße entlang. Aber hier scheint alles neu zu sein irgendwie. Breslau auf jeden Fall eine Reise wert, meine Freunde. Mittlerweile auch schon, warum spielst du das denn überhaupt? 19.39 Uhr und wir sind immer noch hier auf dem Track, aber nicht mehr lange, wir haben noch 3,3 Kilometer bis Hotel. Aber wie gesagt, uns erwischt es nicht, mal wieder nicht, wieder mal Glück gehabt. Ne? Wir sind wie gesagt gleich im Hotel, die letzten Kilometer laufen hier, spulen wir hier ab. Also, bin gespannt aufs Zimmer. Ihr auch? Ja. Dann schauen wir uns gemeinsam an. Der letzte Kilometer ist Hugo. Endspurt. Endspurt. Mal gucken, ob wir das Hotel besser finden wie in Krakau. Ne? In Krakau war ja eine Katastrophe, das Hotel zu finden.
Haben wir ein bisschen Probleme gehabt, aber jetzt mal gucken, was uns diesmal erwartet. Ich glaube, wir sind da. Meine Freunde, sieht richtig gut aus. Ne? Da oben stehen schon welche Fahrräder. Also Fahrräder können wir auf jeden Fall mit auf den Balkon nehmen, so wie es aussieht. Da ist schon mal Jackpot. Und hier stehen wir vor Haus Nummer 37. Das sieht alles relativ neu aus, also echt schick. Ja, schicker als das Ding in Krakow. Und das für 35 Euro. Ey, Hammer. Jetzt müssen wir einen PIN-Code hier eingeben, damit wir überhaupt hier reinkommen. Ne? Ja, mal gucken, was in der E-Mail steht. Hier sieht man mal, wie ich filme. Passt in den Fahrstuhl. Mal gucken, dass ich jetzt die Wohnung finde. Ja, hallöchen, der Herr. Kommen Sie rein, ich kann Sie rausgucken. Das geht. Hast du? Ja. Ist direkt das erste Zimmer hier. Ja, hier, hier rum. Ja. Rückwärts einparken. Aufs Zimmer bin ich gespannt. Hier haben wir noch so ein... Ne, ich habe dich gewartet. Ja, gucken wir uns mal an. Hier gibt es so einen PIN-Code, kann man hier eingeben. Und dann geht das Ding auf. Ja, Sesam, öffne dich. Bin ich mal gespannt. Sesam, öffne dich. Oh. Hör mal, das ist ja... War das hier 31 Euro? 35 Euro war das gewesen. Da kommt die Dinger klaut keiner draußen, oder? Ach, guck mal, blau-weiß. Oh, blau-weiß, blau-weiß. Guck mal hier. Oh, Junge. Und da oben. Oh, erste Etage. Junge. Ein Doppelbett. Oh, war das schön. Ja, das ist auf dem Balkon. Oh, Klimaanlage. Oh, oh, ey, sogar eine Küche haben wir hier. Junge, hätte ich gewusst, hätte ich mir aus dem Kochen mitgenommen. Weil ich, weil ich so gut kochen kann. Jum, jum. Ja, warte doch mal. Mach doch keinen Stress am frühen Morgen. So, rein mit dem Bock. Was kann ich mit so einem hochwertigen Rad hier überhaupt? Kannst du damit überhaupt umgehen? Direkt mit dem Fahrerständer. Ja, guck mal, ich hab Fahrerständer geradeaus. Junge. Geil. Geil, Omat. Haben wir wieder ein Karma. Ey, für 35 Euro kannst du auch nicht meckern, ne? Und dann noch blau-weiß, ne? Ey, das werde ich heute gut träumen, ey. Das wird mega. So, komm rein mit dem Bock. Mit deinen fetten Taschen, siehst du? Ja, ich habe halt dicken Hintern. Oha! Siehst du was drauf? Ja, nee, ist klar. Willkommen in der bescheidenen Hütte. Ey, was für hohe Decken die haben. Gibst du auch? Ja, nein, hat schon. Ey, guter Mann hier. Das ist hier 4,50 Meter Grad. Keine Ahnung. Oh, herrlich! So, noch mal ganz kurz. Ja, warum wir mehr? Meine Lieben, ich melde mich nochmal hier zurück von diesen ersten Eindrücken von der Hütte hier. Also, die ist unglaublich. Also, echt, schaut mal hier. Ich habe sogar nur hier ein Waschbecken, ein Kühlschrank, zwei Herdplatten, Wasserkocher. Also, könnt ihr auch noch kochen hier. Dann Badezimmer. Ey, schaut euch das mal an. Das ist ja wohl der Oberburner hier. Alles sauber, nagelneu. Wie geleckt sieht das hier aus? Und hier, am besten noch, sogar noch eine Waschmaschine integriert. Also Klamotten konnten wir waschen. Aber die Johanna war ja so nett gewesen und da konnten wir ja bei Swobos Großcousine ja alles, wir haben alles gewaschen, ne? Gestern. Ich danke nochmal dafür. Alles ist sauber. Wir haben saubere Klamotten. Wir sind komplett ausgestattet, komplett sauber. Und ey, mega, mega. Ich weiß gar nicht, was hier ist. Schrank, Tür, keine Ahnung.
Ja, schau mal hier. Auch nochmal. Schränke, Kopfkissen, wenn man braucht. Also, alles da. So, ey, sogar ein Bügeleisen da hinten. Kannst Hobo seine Hemden bügeln. Schätzelein, kannst deine Hemden bügeln. Die sind bügelfrei. Und bügelfrei. Und heute haben wir gemacht, insgesamt sind ja auch nochmal hier 137 Kilometer, steht auf dem Tacho, für die heutige Tour. Und da wir ja heute schon so fleißig waren, mal tippt schon wieder rum hier auf sein Handy. Johanna wollte ich schreiben. Ja, warte, erst mal abmoderieren, erst mal so verabschieden und schön und tschüss so, und hab's nicht gesehen, ne? Entschuldigung. Nimm dir doch mal die Zeit. Entschuldigung, dass ich keine Zeit habe für Peter, seine Zuschauer. Die ja wahrscheinlich auch meine Zuschauer sind, ne? Wahrscheinlich, ne? Und jeder dritte von mir ist auch dein Zuschauer. So sieht's aus. Ich habe dreimal so viele Zuschauer. Ja, das ist auch schön. So soll's auch sein. Hier, Moos geht schon nach Görlitz wahrscheinlich, wenn wir es schaffen werden, oder? Eventuell. Das sind 160 Kilometer mit 800 Höhenmetern. Wir hatten heute 130 Kilometer mit 200 Höhenmetern und Gegenwind, wenn wir den morgen auch haben. Das ist kein Problem. Ja. Wir haben den Puffertag, das ist nicht das Problem. Und dann haben wir danach auch die Strecke, wir fahren dann nur nach Görlitz, hatten wir vielleicht noch gar nicht gesagt, weiß ich gar nicht, von Görlitz aus dann ja nach Berlin. Genau. Und das sind 240 Kilometer. Aber wir haben noch Zeit. Ne, von daher habe ich das lieber, also für mich jetzt in drei Tagen nicht nochmal wieder 120, nicht so durchballern, ne, dass man wieder mal ein bisschen gucken kann. Und heute an dieser Schnellstraße lang, da war halt auch nicht viel zu gucken. Was hast du auch gefilmt, hast du überhaupt mit den Habe ich ein bisschen gefilmt, aber wie gesagt, heute war nicht so spannend gewesen teilweise, ne? Also habt ihr im Video gesehen, was da los war? Und viel Gegenwind, war ein schwieriges Terrain heute, fand ich die schwierigste Strecke im Moment. Ja, von Konzentration, weil du bist auf dieser Schnellstraße immer auf dem weißen Streifen rechts gefahren, weil die LKWs haben dich ja überholt, auch wenn Gegenverkehr kam. Und der weiße Streifen kann ja auch mal angeknabbert sein. Ich hatte schon mal so einen Fahrradunfall als Wegeunfall zur Arbeit, das eine Rolle vorwärts gemacht habe, weil da plötzlich ein Loch in der Straße war. Das ist nicht ganz ohne, man muss halt hochkonzentriert fahren. Und von daher bin ich froh, dass wir noch leben. Ja. Das feiern wir jetzt gleich erstmal. Das feiern wir jetzt mal, gleiches Bierchen. Ja. Da sagen wir schon mal... Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Ne? Danke fürs Zuschauen. Und das nächste Video wieder aufs Hosein-Kanal. Genau. Da seht ihr die Fahrt nach Görlitz. Wie weit wir kommen, wenn wir dann sehen. Also Richtung Görlitz. Wir machen uns auf Richtung Westen. Genau. Richtung deutsche Grenze. Und schauen mal, wie weit wir bis Görlitz kommen. Und vielleicht mal gucken, ne? Wenn wir Rückenwind haben und es ein bisschen mehr runter geht. Ich habe das Profil noch nicht angeguckt. Schauen wir uns gleich mal an. Jawohl. Setzen wir schon auf Terrasse gleich hier und machen einen netten E-Bikes-Laden. Pivo-Abend. Ich habe noch kleine Mettwürstchen gekauft. Genau, wir haben noch ein bisschen Chips haben wir gekauft. Wir haben uns Cola gekauft. Natürlich auch hier ein Döschen Bier haben wir uns gekauft, ganz klar. Das teilen wir uns. Ne? Also jeder kriegt einen halben Schluck und dann ist gut. Und dann geht's ab in die Pofe. Morgen früh geht's früh raus für die nächste Tour. Und dann würde ich sagen, macht es gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Ich habe mich nur hingesetzt auf deinen Stuhl. Auf meinen Stuhl, hast du dich hingesetzt? Nein, guck mal, der hier. Hast du ihn schon kaputt gemacht? Nein, es war schon. Ich habe Kabelbinder mit. Hey, was wiegst du? Hast du zugenommen? Hallo? Du bist 12 Tage in Polen. Was hast du gegessen alles? Ja, das ist mein Platz. Der ist auch kaputt. Das Gleiche. Guck mal, der ist auch kaputt. Alle Stühle sind kaputt. Ja, das schreiben wir keine 35 Euro. Da wollen wir 15 wieder haben. Ja, dann müssen wir das wieder uns gut schreiben lassen. Wir haben keine Sitzgelegenheiten. Ja, das geht so nicht. Das geht so nicht. Nee. Das sind Stühle? Ja, nehmen wir die Stühle. Ja, gönnen wir uns die Stühle. Guck mal, sogar hier ein Frühstückstisch. Meine Güte. Ja, nehmen wir die Stühle raus. Nee. Also für 35 Euro. Hätte ich schon ein bisschen was erwartet. Bitte schön, der Herr. Dankeschön. Mach doch keinen Krach, hier wohnen Leute. Du musst immer so einen Krach machen, ne? Können wir es uns endlich hier gemütlich machen, oder? Zum schönen Teil des Abends kommen. Wir haben schon abmoderiert. Ja. Das sind dann hier die Outtakes. Bist du jetzt soweit? Ich möchte kein Outtake sein. Ich möchte schon der Mainstream sein. Na, der Mainstream ist dann auf deinem Kanal. Bei mir ist der Outtake-Kanal. Erstmal vorsichtig hin. Gibt es noch was billiger als Ikea ist? Das ist das hier. Ja, das Problem ist ja, wenn du nur Chips futterst und Bier trinkst, was erwartest du denn? Ich esse nicht nur Chips, hier Mettwürstchen. So ein... Oh. Ich sag mal jetzt. Mit Gesicht. Oh Mann, ey.
Egal. Tschüss, macht es gut, bleibt gesund. Jetzt Ende.